So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wir befinden uns jetzt hier direkt auf dem Hilpekäuser Weihnachtsmarkt. Ne? Da steppt der Bär. Oder auch nicht. Wir gucken mal. Wir sind nämlich jetzt im Kapitel 5 angelangt. Jetzt geht's um Giovanni, jetzt geht's um die Wurst. Finde den Boss von Team Go Rocket, kämpfe gegen ihn, besiege ihn. 3 Aufgaben, die wir natürlich meistern müssen. Letztes Mal bin ich herumgerannt, habe da 4-5 Rüpel gemacht oder so. Hätte ich gar nicht machen müssen, weil ihr könnt so lange suchen, bis ihr den ersten findet. Und dann könnt ihr schon direkt den Boss besiegen. Das wollen wir heute mal machen. Wir bekämpfen also nichts, wir gucken nur und suchen. Und ich kann natürlich hier den Feldforschungsdurchbruch abholen. Da gönnen wir uns erstmal einen Einhaltstein. Drücken weiter, gucken, was da drin ist. Jetzt geht die Mucke los. Richtig genial. Vielleicht gibt es noch ein Shiny dazu passend. Leider kein Shiny, leider nur ein Lavados. Das fangen wir jetzt erstmal und suchen den Rocket Boss Giovanni. Wenn wir den gefunden haben, geht's dann los. Okay. Hallo. So, wir haben ihn gefunden. Hier hinten sitzt auch noch ein Georock, ein wildes. Richtig geniales Spawns auf jeden Fall im Event. Und heute ist auch der 2. Advent, ne? Voll der Übergang. Deswegen schönen Gruß an alle Abonnenten und ein besinnliches, sonntagliches Treiben beim 2. Advent. Das war sogar hier der erste Stop, den ich angedrückt habe, also diesmal beim ersten Mal gefunden, das hatte ich auch noch nicht. Jetzt bin ich wieder rausgegangen, Quatsch. So, wir drücken mal drauf. Zapdos hat er dieses Mal, da würde ich wieder natürlich Despotar nehmen, zum Schilde rausloggen würde ich wieder mal Regirock nehmen, also die alten Kamelle, jedes Mal. Wir wählen mal kurz das Team aus, was natürlich wieder 10 Stunden dauert. So, Regi, ein Regirock, falls er natürlich Rihorn, also Rizeros dabei hat oder eben andere Boden-Pokémon, können wir noch ein Kyogre als zweites reinhauen, das ist auch immer gut. Ja, und als letztes natürlich das Despotar, das sollte reichen, ich hoffe mal, das passt so. Ich weiß nicht, ob die anderen Pokémon auch gewechselt haben von ihm, aber... So, Stein, dann gehen wir mal los und weil es jetzt ernst wird, kommt die Mütze ab, ne? Frisur nochmal richten, dass es wieder sehr edel aussieht und bimbohaft. Jetzt gehen wir hier rein, gucken mal, ob wir den schaffen. Wie gesagt, nicht lange gesucht. Eben habe ich noch nach der Ansage mit einer Dame mich unterhalten. Die kam dann, nachdem ich mein Video gemacht habe, auf mich zu, hat gefragt, ob ich vom MDR bin oder so. Jetzt habe ich eine halbe Stunde mit der mich unterhalten. Hat auch gesagt, sehr sympathisch auf jeden Fall. Sympathisch, man kann sich unterhalten. Dann haben wir uns eine Stunde über den Weihnachtsmarkt unterhalten, wie sich alles zurückentwickelt, wie es früher mal war, wie es jetzt ist. Und war eigentlich ganz lustig. Jetzt ist sie weitergezogen, jetzt bin ich hier angelangt. Und ihr seht schon, Regirock immer wieder richtig gute Wahl. Ich konnte schon 2-mal jetzt meinen Charge-Move durchbringen, während Snobillycat noch nicht einmal was gemacht hat. Jetzt macht's einmal was. Dann lassen wir uns jetzt ein Schild rausloggen. Beim zweiten würde ich natürlich das Regirock dann opfern, um noch ein Schild mitzunehmen. Gut wäre es, wenn wir jetzt Kampf hätten gegen Snobillycat, aber vielleicht haut ja die Steinkante trotzdem einigermaßen rein. Das erste ist ja nicht das stärkste. Ah, das zieht kaum was ab. Aber wenn wir es noch einmal schaffen, müsste das schon down sein. Das sieht gut aus. Und dann bin ich gespannt, ob er als zweites vielleicht Rizeros oder Dicta reinnimmt. Dagegen wäre auf jeden Fall dann das Kyogre gut, aber Kyogre braucht ja wieder 10.000 Jahre. Dicta, also Dictri natürlich. Kyogre braucht ja wieder 10.000 Jahre dann, um seinen Move voll zu machen. Vielleicht hätte ich da auch einfach Sumpex nehmen sollen mit Aquahobitze. Aber bei Sumpex habe ich, glaube ich, den C-Day-Move gar nicht geholt. Da habe ich nämlich nur alles auf Boden ausgerichtet, was ziemlich dumm war im Nachhinein betrachtet. Und das war jetzt auch dumm. Jetzt bin ich nämlich auf das Despotar gewechselt. Ich will doch aber Kyogre, also müssen wir nochmal wechseln. Haben jetzt die Teamauswahl schon verkackt. Und jetzt wird es richtig krass, denn jetzt holt er seinen Zapdos raus. Und wir haben einfach nur ein lumpiges Kyogre, womit wir eigentlich nichts machen können. Aber vielleicht schaffen wir einmal den Move. Los, 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 Kyogre! Das sieht gut aus. Einmal können wir draufhauen, bevor das Despotar kommt.
Jetzt hat er es natürlich an mir geübt und kann gleich seinen Charge-Move machen gegen... Vielleicht macht er es noch beim Kyogre, wenn wir Glück haben. Dann kann er den nämlich nicht. Nee, kann er nicht. Kyogre ist schon tot. Jetzt könnte er seinen Charge-Move wahrscheinlich gleich bei Despo da einsetzen. Aber wir haben ja noch ein Schild übrig. Und nach dem Schild können wir auch schon fast unseren Charge-Move rausdonnern auf das Zapdos. Obwohl ich denke, bevor der Charge-Move kommt, liegt das Zapdos wahrscheinlich auch schon am Boden. Das war's. Das war's. Despo da gerade frisch reingeholt sozusagen. Trotzdem schon am Boden, trotzdem schon tot. Keine Chance. Also Ramses, der Gott, der macht hier alles kaputt. 5000 Sternenstaub, ein Einhaltstein, den es ja jetzt angeblich garantiert gibt. Einmal im Monat bei Giovanni könnt ihr garantiert einen Einhaltstein bekommen. 1220, richtig genial. Es hat geregnet in der App. Deswegen jetzt ein wettergeboostetes Zapdos. Das sieht doch gut aus mit den WP, auch wenn es immer noch grottig schlecht ist. Erlösen wollen wir das nämlich nicht. Selbst wenn es ein 100er werden würde, würde ich es, glaube ich, nicht erlösen, weil ich einfach das Krypto behalten will. Ich sammle ja auch Krypto und solange ihr nur einmal die Möglichkeit habt, Zapdos zu bekommen, bleibt das als Krypto erhalten. Vielleicht nach den drei Vögeln wechseln die wieder durch, dass wieder Arctos, Zapdos, Lavados kommt. Dann könnte man ja mal eins erlösen. Aber solange wie das so ist, ja, das lohnt sich nicht. Das braucht man auch nicht erlösen. Trotzdem Krypto, Zapdos bekommen. Eigentlich wollte ich gar kein Foto machen, wir können aber trotzdem mal eins machen. Da steht die Kamera, guckt, da seid ihr. Vielleicht kriegt man ja noch einen Farbigel hinterher. Nee, kriegt man nicht. Also gehen wir raus. Holen noch die restlichen Aufgaben ab. 1500, 3 irgendwas, nochmal 3000 TMs, alles hinterher. Jetzt nehmen wir auch gleich mal die Kamera, denn wir müssen ja Zeit sparen. Wir müssen auch noch den Raid Day von gestern hochladen, den ich dann morgen machen will. Damit sich das alles nicht so überlappt, machen wir gleich das 6. Kapitel hinterher und dafür keine Extra-Folge, weil das kennt man nun schon alles. Erfahrungspunkte gibt es hier, Toppeleber, Bälle, Bonbons. Bonbons ganz wichtig. Ich muss ja immer noch mein 100er Kobalium komplett maxen, da hat ja immer noch was gefehlt. Jetzt drücken wir das noch durch. Alles ist fertig, ihr seht. Alles beendet und es hat wieder mal richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also ich finde diese Team Go Rocket Spezialforschung richtig genial. Einmal im Monat, nächsten Monat dann Lavados. Da freue ich mich auch schon drauf. Dann nehmt ihr nämlich auch wieder Lavados. Ach, dann nehmt ihr auch wieder Despo da mit Katapult und Steinkanne. Und wer da noch kein Gutes hat, kann natürlich jetzt am C-Day, am Super C-Day ein altes Lavita, was er hat, entwickeln, damit er es auch Katapult Steinkante bekommt. Vielleicht habt ihr ja noch ein 100er rumliegen und habt euch das aufgehoben. Oder ihr habt einen 98er oder ihr habt einfach eins mit hohen WP. Nehmt einfach das Höchste auf Level 35, entwickelt das, guckt halt nicht auf die IV, aber holt euch unbedingt ein paar Despota mit Katapult Steinkante. Die sind so nützlich. Das war's aber jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Schreibt mal rein, wie gut euer Zapdos war und ob euch das Spaß gemacht hat. Bis zum nächsten Mal, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.